Willkommen zurück bei The Evil Within. Wir sind irgendwo, ich zitiere Basti. Was ist das für ein Ort? Klingt auf jeden Fall nach... Oh, was zur Hölle, nein! Stimmt, hier wurde man ja immer so rumgebeamt. Nein! Nicht schon wieder die blöde Kuh. Die habe ich absolut gar keine Lust. Oh, was zur Hölle. Oh, scheiße. Da liegt was. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, wurde mir genommen seit diesem Unfall, durch jene verursacht, die mich vernichten wollen. Dort in der Dunkelheit, wo nur die Trugbilder meines Geistes mir trugen, mich verspotteten, dort habe ich mich fast selbst vollständig verloren. Doch dann sah ich sie. Tief in mir wusste ich, dass sie nur eine Erscheinung war. Doch ich sollte mein Gesicht und was ich verloren hatte, wiederbekommen. Ich sollte sie, meine geliebte Schwester Laura, wiederbekommen. Was zur Hölle? Okay. So. Die Upgrade-Musik wird gerade übertönt. Ah, hier. Hier noch irgendwas? Ah. Nun bitte ein Tagebuch. Tagebuch von Sebastian Castellano, 27. Februar 2012. Ich habe schon Freunde und Kollegen sterben sehen. Das gehört zu dem Beruf, den ich gewählt habe. Und es war nie leicht, aber das war nichts verglichen mit dem Verlust des eigenen Kindes. Ich würde 1 Million Mal mein Leben geben, um es zu verhindern. Aber ich kann es nicht. Ich fühle mich so hilflos, als... Oh, ich fühlte mich so hilflos, als sie den kleinen Sarg in die Erde hinabbliesen. Der Schmerz ist unerträglich. Ich weiß, dass es falsch ist, aber nur der Alkohol hat mich in den letzten Wochen schlafen lassen. Ich mache mir Sorgen um Myra, der Verlust hat sie schwer getroffen und ihr Umgang damit ist nervenzermürbend. Sie will allein sein, bleibt die ganze Nacht über wach, sagt, sie arbeitet. Sie arbeitet, um nicht an das Unglück denken zu müssen. Aber sie scheint sich immer mehr zu verschließen. Ich weiß, was häufig passiert. Wenn ein Paar ein Kind verliert. Ich hoffe, dass wir stark genug sind, dass es nicht so weit kommt. So, dann beamen wir uns erstmal zurück in unsere Anstalt. Haben Sie etwas vergessen? Die Lampe kann man wieder ablegen. Keine Zeitung. Aber ein Steckbrief. Patrick Higgins, Anwalt der Familie Victoriano, wurde zuletzt bei einem Treffen mit einem mutmaßlichen Klienten gesehen. Okay, jetzt sind es schon mutmaßliche Klienten. So, dann gehen wir doch mal schauen. Schlüssel einlösen. Beziehungsweise benutzen. So, oh, wir haben 3 Stück, ach du. So, kann man hier irgendwas brauchen? Ammo. So, die ist noch zu. Ha! Jackpot. Uiuiuiui. So, dann haben wir hier auch alle offen. Irgendwas, was man mitnehmen kann? Jawohl. Jawohl. So, dann habe ich noch 2. Dann fange ich jetzt einfach mal hier vorne unten an. Nicht ultra gut, aber auch nicht total schlecht. Okay. Bolzen werden somit wieder aufgefüllt. Und Glibber haben wir auch ordentlich bekommen. Kartenfragmente wollte ich noch kurz gucken.
Ja, es fügt sich ein bisschen mehr zusammen, aber da ein paar fehlen, wird's schlecht. Habe ich in den ersten Leveln nicht gut genug geschaut. So, 25 Riesen. Schauen wir mal. Könnten wir leben? Ich würde aber eher den Crit hier erhöhen. So, dann schauen wir mal bei der Fitness noch rein. Oh Gott. Nahkampfschaden ist glaube ich nicht so gut. Bei Reserve. Nein, oh Gott. So, mehr Bolzen. Mehr Bolzen sind gut. Und noch mehr Streicher, den Rest sparen wir. So, dann wie immer speichern. Na. Die Sprintdauer werde ich als nächstes dann vielleicht mal noch in Angriff nehmen. So, weiter geht's. Gleich kontrollieren. Schon aufgelegt. Sehr gut. Dann geht's jetzt weiter. Oh Mann. Dass dieses Vieh ich nicht leiden kann, das ist so schlimm. Okay, da geht's nicht rein, oder? Nein. Dann habe ich eine dämliche Vermutung. So, die ist anfällig gegen Feuer. Hier. Oh, wow. Ich nehme die Pistole. Ach, nö. Können wir die einfach zulassen? Mag sie nicht, aber wir müssen. Oh wow. Holy shit, nein! Steh auf. Oh Gott. Nein, geht er durch! Wow. Oh, what? Ich lass sie einfach mal stehen. Ich lass sie auf. Wow! Oh. Das hält nicht lang, das hält nicht lang. Das kann ich mir nicht vorstellen. What? Gott, wie ist das? Erstmal die Kiste dafür bestrafen. Hui. Na? War da noch mehr? Nein. Ah, doch. Streichhölzer. Nicht mehr. Die Musik. Die Musik sagt immer schon alles. Das ist schlimm. Oh Scheiße, was ist hier los? Was zur Hölle?
die Kamera. Ich darf die Kamera nicht drehen. Jetzt. Oh, ist auf der anderen Seite, okay. Ah, das geht aus, okay. Reich. Oh, fu. Geht das aus, oder? Ah, okay. Oh, shit. Nein, mach doch! Ich sehe sie nicht. Ei, das war knapp. Oh! Was muss ich hier tun? Gibt's hier noch mehr Ventile? Ah. Oh, shit. Oh, 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 oh. Basti, Basti, Basti. Oh, dumm. Goddammit. Vielleicht geht sie gleich hinter mir. Oh. Heilige Scheiße. Oh Gott. Oh. Ich mag sie nicht, ich mag sie nicht, ich mag sie nicht. Ah, kann das bitte ausgehen? Ach, Scheiße. Oh, fuck. Ich mag sie nicht. Kann das mal ausgehen? Danke. Ah, nein! Oh, Scheiße. Was? Boah. Das ist ein echt beschissener Part. Der gefällt mir gar nicht, der gefällt mir gar nicht. Mal gucken, ob das klappt. Hier. Ach shit. Die einfrieren oder so. Oh Gott.
Nein! Boah. Ist das Gefrierbolz? Was ist das Gefrierbolz gewesen? Das schon mal nicht. Explosiv, Schock. Das ist das andere verdammte Ventil. Nein! Oh Gott. Voll am Abnuben hier. Oh Scheiße. Nein. Oh nein. Oh. Da war kein Kontrollpunkt. Da war kein Kontrollpunkt. Oh. Puh. Oh. Gerade einen Schluck getrunken. Oh! Upsi. Na, ja, das hat immer kurz die Locken geglättet. Mein Gott, jetzt hau halt ab. Wow. Oh, du nervst. What the f... Da geht so die Lampe an. Rennt immer noch Schatten. What the... Oh shit. Nein! Um Gottes Willen, nein! Basti! Meine Fresse! Meine Fresse, kann das bitte ausgehen oder habe ich ein Ventil vergessen? Ah shit, ich glaube, wir haben ein Ventil vergessen, oder? Oh shit! Wow! Oh fuck! Kacke. Oh, ich hasse diesen Part. Ich weiß, man kann die nicht erschießen. Ah, da ist ein Ventil, glaube ich. What the fuck? Mann, ich wollte doch gerade erstmal rumschauen. Ich hasse es bei der Frau. Ah, Mann. Spider-Laura. Wir rum. So. Warte! Ah! Das ist die Dreck-Flip-Flops, ich mag sie nicht. Oh nein! Oh Mann! Verdammt! Ich glaube, heute wird es nicht so viele Folgen geben. Kacke! Da wäre es jetzt cool, zu zweit da zu hocken, weil wäre interessant zu wissen, ob der andere das hinkriegt. So, wie rum? So. Was so? Hör auf zu rennen, du blöde Sau. Oh
Auch schon wieder. Nein! Zünd doch die Leiche an, Mann. Ah. Ich glaube, das kriege ich mit Maus und Tastatur auch nicht besser hin. Vermute ich mal. What? What? Mann. Ich versuche das jetzt aus Spaß, mal mit Maus und Tastatur. Einfach nur, um zu testen, ob das funktioniert. Weil ich will ja auch nicht ewig hier rumlaufen. Na, komm. Entscheide dich. Wenn man es die ganze Zeit mit Gamepad gespielt hat, kommt es einem echt hakelig vor mit Maus und Tastatur. Wow. Das Schlimme ist, dass ich sie immer so komisch rumbieben kann. Bassi, lauf. Jetzt komm halt her. Hier ist kein Ventil mehr. Oh. Oh. Passi. Mit Letters muss man aufheben. Ich kenne nicht mal die Steuerung, weil ich es mit Gamepad gespielt habe. Ist ja immer noch an. Das ist einfach nur gemein. Geh halt aus. Ho. Ja, irgendwas muss ich vergessen haben. Ich komme mir gerade richtig doof vor. Ich muss da jetzt gucken. Oh! Oh, scheiße. Oh mein Gott.
Spring einfach, Basti, spring einfach. Oh, scheiße! Verdammt! Ich hab oben zu lange gebraucht. Ah. Das ist jetzt richtig, richtig ärgerlich. Ah. Meine Güte. Das ist jetzt ultra ärgerlich. So, also nochmal, diesmal mit Maus und Tastatur nochmal. Oh, ja, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Und? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Oh Gott. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich will das aber unbedingt noch schaffen. Sonst war der Abend es nicht wert. Also nochmal. Jetzt behalte ich die Ammo. War das gerade eher ernst? Warum kriegt ihr immer so einen Sprintanfall? Einfach mal zum Test. Oh shit! Ich weiß gerade nicht, wie man mit Maus und Tastatur die Waffen wechselt. Nein, Basti. Wie zur Hölle wechsle ich die Waffe? Ah. Oh scheiße, nein, ich trottel. Doch meine Fresse. Okay, ich mache es jetzt einfacher. Ich mache jetzt hier einen Cut und versuche es dann mit dem Gamepad nochmal. Ich weiß jetzt, glaube ich, wo die verschiedenen Ventile sind und unten den Knopf, den ich drücken soll, habe ich auch schon gesehen. Ich mache jetzt allerdings erstmal eine kleine Pause. Bis gleich. Ciao.